Hallo und herzlich willkommen zur Demonstration meines neuen Roaming-Code-Plugs für Deutschland, Hytera und Mototomo-Netzwerk. Ich möchte heute anhand eines Motorola DP3600 Handfunkgerätes zeigen, wie die einzelnen Funktionstasten belegt sind und wie sich der Roaming-Code-Plug für die Motorola-Geräteserie in der Praxis verhält. Wie gesagt, wir haben hier ein DP3600 Handfunkgerät von Motorola, werden wir jetzt einschalten. Das Gerät hat sich eingeschaltet. Wir befinden uns momentan nun hier auf dem Roaming-Kanal für weltweit Motorola Deutschland Süd. Ich habe Deutschland in zwei Regionen aufgeteilt, Nord und Süd, aufgrund der Begrenztheit der Roaming-Liste auf 16 Kanäle in der Motorola CPS, sowie in Motorola und Hytera. Das heißt also insgesamt 4 Zonen für Motorola Nord und Süd und Hytera Nord und Süd. Wir befinden uns hier auf der Zone Motorola Deutschland Süd. Zur Aufteilung von Deutschland in Nord und Süd ist des Weiteren einige weitere Informationen dann auf einer separaten Liste zu sehen, welche Bundesländer sich im Norden und im Süden in dieser Aufteilung befinden. Momentan befindet sich das Gerät in der passiven Suche. Es scannt also alle in dieser Roaming-Liste befindlichen Repeater ab und würde dann in einem Repeater stehen bleiben, auf dem momentan gerade Aktivität ist, auf diesem Zeitschlitz, momentan eben hier auf Zeitschlitz 1. Unabhängig von der Talk-Gruppe, das heißt also, aufgrund der entsprechenden Gruppenliste, die auch hier in der Roaming-Liste aktiv ist, ist es möglich, auch andere Talk-Gruppen auf dem gleichen Zeitschlitz in der Roaming-Liste mit scannen zu lassen, praktischerweise. Wenn jetzt zum Beispiel auf Deutschland Zeitschlitz 1 Aktivität wäre, auf einem Repeater in Empfangsreichweite, dann würde auch dieser hier dementsprechend dann stoppen, der Scanner, und diese Aktivität auf Deutschland Zeitschlitz 1 wiedergeben. Muss ich jedoch auf dem gleichen Zeitschlitz befinden. Ein Scan zeitschlitzübergreifend ist beim Roaming im Motorola-Bereich leider nicht möglich. Wir werden jetzt versuchen, das ist eine interessante Funktion, aktiv eine Roaming-Site zu finden, einen Repeater zu finden. Dafür habe ich auf der linken Seite die Taste mit dem Punkt unter der PTT für die aktive Suche programmiert. Für kurzes Drücken drücken wir also die Taste. So zeigt er an, Suche Station, gefunden, worldwide, Delta Fox 0, Mike Oscar Tango. Das ist der Repeater hier 18 Kilometer nördlich auf dem großen Feldwerk im Taunus. Wechseln wir jetzt hier nun den Kanalwahlschalter, kommen wir wieder auf entsprechend Talkgruppen auf anderen Zeitschlitzen, hier zum Beispiel Zeitschlitz 2 lokal, Zeitschlitz 1 Deutschland, Zeitschlitz 2 Deutschland, DACH, Regional Zeitschlitz 2 und Nordamerika. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den gefundenen, entweder durch aktive oder passive Suche gefundene Repeater zu sperren, also festzuhalten und somit das Roaming abzuschalten. Das spart zum einen Akkuleistung, zum anderen bleibt das Funkgerät dann auf einer Frequenz standby und eine auftretende Aktivität auf einer Talkgroup wird dann schneller registriert.
Diese Funktion habe ich auf die gleiche Taste, die Taste mit dem Punkt unterhalb der PTT-Taste programmiert. Durch längeres Drücken dieser Taste suchen wir also erneut, zunächst einmal durch kurzes Drücken, gefunden DF0MOT, drücken nun länger diese Taste, zeigt er an, Station gesperrt. Unabhängig von der Kanal-Wahlschalterposition haben wir nun also den Repeater auf dem großen Feldberg gesperrt. Drücken wir nun auf die PTT-Taste, senden wir automatisch auf der Torgruppe, auf dem Repeater, welche nun als gesperrt eingestellt ist. Zum Entsperren einfach erneut diese Taste drücken und halten. Nun ist das Gerät wieder zurück im Roaming-Modus. Weitere Tastenfunktionen des Codeplugs sind hier die untere Taste, Repeater-Umgehung an und aus, also das Senden auf der Ausgabefrequenz des Repeaters, Sendeleistung hoch und niedrig, hier die Zonenliste, dazu später mehr, Kontaktliste, längeres Drücken schaltet die Beleuchtung aus, Überprüfen der Empfangsfeldstärke durch dreimaliges Drücken der linken und darauf folgendes dreimaliges Drücken der rechten Menütaste. Möchten wir nun zum Beispiel nach Hightower-Repeatern in unserer Region suchen, so drücken wir die P1-Taste für die Zonenauswahl. Hier suchen wir durch Nutzen der 16er Tastatur nach Roaming. Hier sollten wir jeweils vier Zonen finden. Roaming, Hightower, Deutschland Nord. Roaming, Hightower, Deutschland Süd. Roaming, Motorola, Deutschland Nord. Und Roaming, Motorola, Deutschland Süd. Der darauffolgenden Gruppen sind Gruppen, die dann jeweils der Programmierung und Einspeicherung der entsprechenden Repeater-Kanäle dienen und für den Roaming-Betrieb zunächst einmal nicht wichtig sind. Nun gut, möchten wir nun also nach verfügbaren Hightower-Repeatern in unserer Region suchen, wählen wir nach Roaming, Hightower, Deutschland Süd aus. Eine aktive Suche zeigt uns, sollte uns zumindest zeigen, dass keine Station gefunden werden kann. Hier in der Region Frankfurt am Main sind momentan keine Hightower-Repeater aktiv. Vielen Dank fürs Zuhören.